Schönen guten Tag, mein Name ist Silvano Franz. Ich bin der erste Vorsitzende vom Verein Europäische Roma Deutschland e.V. Der Verein, wir treten ein für alle Rechte der Roma in ganz Europa. Der Verein ist gegen Antisemitismus, Antiziganismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Europäische Roma Deutschland e.V. setzt sich für den Schutz und Erhalt und Kultur der Sprache der Roma ein. Aufklärung über die Verfolgungsgeschichte der Roma, Hilfe und Entwicklung für neue Lebensperspektiven für Roma sowie Berufsbildungsprojekt für Jugendliche und Erwachsene. Der Verein setzt sich auch gemeinnützig ein. Wir haben jetzt einige Spenden bekommen von HIP, wo ich persönlich vorstellig war, die noch vor Weihnachten nach Sibiu gegangen sind, zu Jenny Rasche. Eine weitere Spende liegt auch schon bereit. Die geht jetzt auch nach Rumänien demnächst. Drei weitere Veranstaltungen mit Herrn Petrovic, weil das hier sehr gut angekommen ist. Also dreimal, jeweils drei Tage. Das beginnt am 11. Juni, 11.06. Dann ist noch geplant, irgendwelche Spenden zu bekommen, Mitglieder zu bekommen für den Verein, weil er auch neu gegründet ist. Wir setzen uns auch sozial ein für Menschen, die eben Probleme haben mit Behörden und so weiter, damit sie hier auch Anerkennung finden und ihre Rechte bekommen. Es ist uns ganz wichtig, Vorurteile abzubauen, um die alten Klischees und die alten Vorurteile, wie es sozusagen Zigeuner oder Roma, weg mit denen, dass man die sozusagen ausgrenzt, ja? Zum Beispiel an Müllplätzen wohnen lässt und hindeportiert. Und das kann nicht sein. Ja? Die Würde des Menschen ist unantastbar und wir setzen uns auch dafür ein. Und ganz wichtig ist eben, dass wir die europäischen Roma, die jetzt hier in Deutschland leben, integrieren, damit sie auch eben, wenn sie wieder zurück in ihr Heimatland gehen, was haben, wo sie auch weiter leben und überleben können. Weil in Rumänien, Bulgarien, in osteuropäischen Ländern, es ist ja bekannt, sehr schwer, gerade für Roma, aufgrund der Vorurteile, die dort ebenfalls bestehen. Wir wollen ein ganz anderes Bild zeigen, aufzeigen. Das sind ganz normale Menschen wie ich und du. Wir sind alles Menschen. Und es ist wichtig, jeden zu respektieren, egal von welcher Kultur oder welcher Rasse er zugehört. Das spielt keine Rolle. Ob Jude, ob Afrikaner, ob sind die Roma, egal welche Nationalität. Und gerade wir leben in Europa. Man hat hier die europäische Gemeinschaft gemacht und gebildet. Ja, ganz Europa. Wir sind alle eins. Und trotzdem werden die Roma ausgegrenzt. Dafür treten wir ein, um diese Sachen abzubauen und zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Es ist so, die Roma sind ein Volk. Egal aus welchem Land, egal woher sie kommen, man kann sich untereinander verständigen und verstehen. Es ist eine Sprache. Ja, Mitglied kann man werden, indem man auf die Homepage geht. Da sind Antragsformulare und dort kann man sich dann anmelden. Im Moment ist es so, wir suchen noch nach Möglichkeiten, Räumlichkeiten zu finden, um dort sich Informationen holen können.